Stephanie Popia, hi. Wer von euch könnte etwas mehr Hoffnung gebrauchen? Das ist ein reales Thema in dieser Zeit. Wir sind schon so lange herausgefordert, immer wieder in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich habe einfach heute ein ermutigendes Wort für dich. Ja, die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott uns Zukunft und Hoffnung gibt, dass er Gedanken des Friedens über hat und nicht des Leides. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch das wissen. Und die Herausforderung ist ja aber zu sagen, okay, Gott, ich weiß, dass das die Wahrheit ist, aber mein Leben sieht ganz anders aus im Moment. Und ich weiß, dass so viele Menschen im Moment einfach wirklich sich schwer tun, damit Hoffnung zu haben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, auf eine Art und Weise, dass es mir in meinem Alltag hilft. Und das Ding mit der Hoffnung ist einfach so eine Sache, weil Hoffnung ist mit Zukunft connected. Ja, Gott sagt ja auch Zukunft und Hoffnung. Also diese zwei Dinge gehören zusammen. Und im Moment ist es so schwierig, eine Zukunft zu sehen. So ganz spezifisch. Ja, und jeder hat da einen anderen Bereich, glaube ich. Und vielleicht für manche ist es einfach allgemein, dass es schwer ist, eine Zukunft zu sehen, die uns Anlass zur Hoffnung gibt. Ja, und dann wird dieses Thema Hoffnung wirklich manchmal zu einem hoffnungslosen Thema. Dann weiß ich, dass es so ist. Dann sehe ich diese simple Wahrheit, aber ich kann mich damit nicht emotional connecten. Und es ist unglaublich schwierig. Und ich habe mich gefragt, Gott, was hilft uns denn als Menschen wirklich in Hoffnung zu leben, so dass Hoffnung etwas wirklich Substanzielles wird, dass Hoffnung etwas wird, was mir ja, was ich berühren kann, was meine Emotionen berührt, was mir wirklich Hoffnung gibt. Und es war wie wenn Gott einfach zu mir sagt, ich bin da. Ich bin da. Ja, das ist Gottes Antwort darauf. Gott ist da. Gott ist auch bei dir und zwar immer. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir durch Zeiten wie diese gehen, die sehr lang anhaltend sind, unsere Kapazität, es auszuhalten, immer mehr schwindet, unsere natürlichen Ressourcen. Ja, wir sind schneller gestresst, wir sind schneller müde, wir sind schneller entmutigt, wir sind schneller irgendwie hoffnungslos gestimmt. Und man kann sich das so vorstellen, wie das einfach um einen rum einfach, sag mal, die Atmosphäre immer dicker und fetter wird. Und es ist unheimlich schwierig, wenn man da drin steckt, noch klar zu sehen. Und so bleibt es weiterhin eine Tatsache, dass Gott sagt, ich bin da, aber wir sind wie überlagert vom Leben, vom Alltag, von den Dingen um uns herum. Und versteht ihr, was ich versuche zu sagen? Die Realität, dass Gott da ist, verändert sich nicht. Nur die Art und Weise, wie wir das wahrnehmen. So, wie bekommen wir denn unsere Wahrnehmung weg von der Müdigkeit, von dem, ich habe aber genug und ich möchte gern Veränderung sehen und ich sehe es nicht. Was können wir ganz praktisch tun? Und das Ding ist einfach, die Wahrheit ist, die Tatsache ist, Gott ist da. Er ist bei dir, ganz unmittelbar, ganz nah, ganz persönlich. Er sieht dich, er liebt dich. Aber dieses Wissen allein wird dir nicht helfen, sondern es bleibt dir nichts anderes übrig, wie Tag für Tag dich ganz bewusst Gott zuzuwenden. Gott ist da und ich muss mir die Zeit nehmen, ihm in die Augen zu schauen. Ich muss mir die Zeit nehmen, meine Augen vielleicht schließen und es auf mich wirken lassen, zu sagen, Gott, du bist da. Du bist da hier bei mir. Und es braucht Zeit, ja, es braucht Zeit, wo ich diese Wahrheit, die ich kenne, einfach tief in mich hineinsickern lasse. Zeit, in der ich Beziehung mit Gott lebe. Zeit, in der ich ihm in die Augen schaue. Und wenn ich das ganz bewusst tue, und das ist etwas, was du tun musst, das wird nicht einfach geschehen, in dem Moment wird Gott einfach anfangen, die Atmosphäre um mich herum zu klären, zu reinigen. Er wird kommen und die Müdigkeit von meinen Schultern nehmen. Er wird kommen und einfach seinen Atem über mir ausgießen und all diese Hoffnungslosigkeit und die Perspektivenlosigkeit, dieses nicht die Zukunft sehen können, das muss einfach verschwinden. Wenn Gottes Atem, wenn sein Wind dich berührt, so kommt neue Frische, neue Perspektive und so kommt auch Hoffnung ganz buchstäblich manifest in dich hinein. Aber der Schlüssel ist und der Schritt, den du tun musst. Und es bleibt dir nichts anderes übrig, wie das jeden Tag zu tun, zu ihm zu kommen
und ihn anzusehen und dem Aufmerksamkeit zu geben, dass Gott sagt, ich bin da, er ist da, er war es immer und er wird es immer sein, aber du bist derjenige, der seine Aufmerksamkeit auf ihn richten muss. Und so habe ich heute Morgen in Hosea einen Vers gelesen, den ich hier anhängen möchte. Da sagt Gott, ich bin es, der für dich sorgt und dich behütet. Hosea 14 ist das, Vers 6, Vers 9. Ich bin es, der für dich sorgt und der dich behütet. Ich bin wie ein grüner Baum. An mir findet ihr die Frucht, die ihr zum Leben braucht. Und das ist ein Vers, den kannst du heute nehmen und den kannst du kauen und essen und sagen, Gott, du bist für mich wie ein grüner Baum. Und an dir finde ich die Frucht, die ich zum Leben brauche. Aber diese Frucht, die muss ich mir holen, die muss ich essen, buchstäblich. Und dann ist Gott derjenige, der wirklich da ist. Und dann habe ich neue Perspektive und neue Hoffnung. Hoffnung, die nicht nur irgendwie ein Wissen ist, sondern Hoffnung, die für mich zur Frucht wird, die ich essen kann, die mir Kraft gibt an diesem Tag, die mich emotional aufbaut, die mir die Müdigkeit verschwinden lässt. Und so habe ich alles, was ich brauche, um erfolgreich zu sein an diesem Tag. So ist Gott, er ist mit dir und damit möchte ich dich ermutigen heute. Sei gesegnet und bis dann. Tschüss.